Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde VCBs Infinity Wolf. Mit dabei der Sora. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen. So, was machen wir heute? Alles Feines? Wir machen heute was Feines mit Bloodmatic, und zwar für den lieben Streetigger. Der wollte einen Teleposition, ja, diese Zeile hier bestellt. Ja, irgend so ein Teleporter von, was sagst du? Ich glaube V. Oh, okay, ich sehe gerade was. Ich brauche dafür ein Tier 4, Alter. Ich habe ein Tier 3. Oh, das, kann ich uns was helfen? Warte. Ich schaue erstmal. Ja, Tier 3 habe ich, aber das müsste klappen. Ja, dann versuchen wir jetzt erstmal auf Tier 3 zu updaten. Auf Tier 4. Und zwar habe ich ein paar Runen quasi vorbereitet, und zwar die Rune of Sacrifice. Dann machen wir das so. Nehmen wir den Magician's Blood Orb. Ich habe jetzt hier auch großenteils schon mal alles reingetan ins ME-System. Ja, also ein bisschen kenne ich mich, glaube ich, auch schon damit aus. Aber ich glaube, das war der einzige Weg gewesen. Da wollte ich mal Blot als Hub bauen. Und hier 2. Und irgendwie hat da was nicht ganz funktioniert. Ja, Tier 2 habe ich schon fertig. Also, Vielleicht war das damals noch buggy. ja, ich glaube, das war noch eine sehr alte Version davon. War, glaube ich, eh nur bis. Ich glaube, das war sogar mit Tier 2 das Maximum. Okay. Also, kurze Erklärung, was die Rune of Sacrifice macht. Der Drop an Blut, beziehungsweise Life Essence von Mobs und von dem Well of Suffering, dem Ritual, was man aktivieren kann, ist um 10%, nee, nicht um 10%, oder? War das 10% pro Rune? Ich meine, das waren 10%, ich bin mir gerade nicht Ja, sicher. bis 10% gewesen sein. Also dementsprechend, da haben wir das jetzt gerade mal um 200% geboostet. Boah, also wer kann, der kann. Ja. So, dann machen wir da jetzt einfach mal so hier Aha, weiter. okay. Also auf Ja. was willst du es mir setzen, aber auf den Block willst du es mir nicht setzen. Gut zu wissen. Setzen wir jetzt einfach mal hier so ein paar Blood Runes auch hin. Tested first. Okay. Er gibt doch an, dass ich es ersetzen kann. Also das ist jetzt gerade hier einfach nur ein billiges Altar-Upgrade. Ich werde das nochmal später richtig machen. Ja, also für einen Anfang müsste es eigentlich eh das billige ausreichen. Ja. Okay. Hier muss aber noch der hin. Können wir dann noch, warte mal. Ich habe ja hier noch ein paar vorbereitet. Ah, nein, Stück. Imbued Spell Was Cable. jetzt? Rune of Augmented Capacity. Dislocation. Ne, dann machen wir jetzt einfach noch ein paar Bloodwounds schnell hier fertig. Verdammt, da ist kein Leben drin. So, wie viel ist jetzt hier drin? 16.000. Das sollte eigentlich schnell vorangehen. Was? Jetzt der verdammte Eier. Also die viele Eier natürlich, weil ich. Natürlich, sprich weiter. Ja, also für die Zuschauer kurz, ich bin gerade dabei, was zu testen. Und zwar geht mir das ein bisschen auf die Nerven, ständig über die Bäume zu fliegen, wenn ich zum Splittiger will. Und jetzt bin ich am Schauen, ob ich da nicht irgendwie eine Art Brückensystem, also so Hängebrückensystem bekomme. Und ja. Bringt dich leicht zum Verzweifeln, weil dein Leben fehlt. Alles klar. Ein Villager gibt gerade bei mir 6000 LP. Also der ist wirklich schon 200% geboostet, der Alter. Oh, brauchst du noch Dings, Life Points? Nein. Okay. Ich werde, also ganz ehrlich, mit dem bisschen, was du da machen kannst, über die Blutspendenteile. Das ist ein Witz mittlerweile. Stimmt. Ah, da werden ein paar nötig sein. Wie viel kostet hier so eine Speedrun eigentlich? Moment, ich schau mal.
Geht eigentlich. Zucker sollte ich ja genug haben. Oh, was hast du Wasser? Ich weiß. Was hast du? Bald ist das Messer. So. Kann auch was Lustiges traden. Wow, 21 Emeralds, 3 Seeds für einen White Mushroom Spore. Ich bin beeindruckt. Boah, das ist schon billig. Nein. Ich? Nö. Krass. Das ist das Überteuerste, was ich je gesehen habe. Nee, das stimmt gar nicht. Das Überteuerste war ein halben Stack Emeralds gegen den Setzling. Ach so, stimmt, bei den Villagern. Ja. Das ist. Oh. Ein Ender Dragon Hands. Ja, ich will. Ah, da wird echt noch ein bisschen mehr durch sein. Also, Bloodhound Mist. Sehe ich, warte, habe ich doch hier vielleicht was rumfliegen? Natürlich nicht. Na, gib her. Okay. Du warst gerade ein bisschen hakelig. Also, bist von der Stimme her was abgebrochen. Ja, also Moment. Ah ja, kann ich aber gerade sagen. Sollte ich gerade irgendwie ein bisschen anders denken oder so weiter? Heute ist Karneval vorbeigegangen. Wir haben ja noch das letzte Mal die Sau rausgehauen. Nubbel ist jetzt verbrannt. Karneval ist vorbei. Ich bin am Arsch. Ich kann nicht mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wirklich die letzten 5 Tage war einfach nur feiern durchgehend. Ja, das wo ich noch in meiner Lehrzeit war, das waren wir mal zu dritt an einem Sonntags in der Disco. Und puh, also wo wir am nächsten Tag in der Berufsschule waren, puh, also wenn da jemand bei uns gerochen hätte, da wären wir hochkant rausgeflogen. Wie alt bist du eigentlich? Darf man das mal gerade fragen? Ja, ich bin 23. Alter, wie kann das sein, dass ich immer noch der Jüngste bin? Ich hab keine Ahnung. Jetzt im Ernst, ich werde in 12 Tagen 21. Oh je, yeah. Noch so jung. Ja, und das Krasse ist, stehe ich einmal vor dir. Das kommt einem so vor, als wäre ich ein 18 Jahre alter Rentner oder so. Ja, also, wenn man sich so überlegt, wenn ich. Ein 18 Jahre alter Rentner? Bitte was? Verdammt. Was? Okay, was laufe ich schon wieder für eine Kacke? Gute Frage, was, okay, mein Brain ist irgendwie gerade kaputt. Ah, vielleicht könnte das reichen. So. Wie viel habe ich denn jetzt? Oh, 3 Sticks. Ja, das danke ich für. Reichen. So, hoffentlich reicht das jetzt an Blatt. Neben dem reicht das. Ja, und, da müssen noch mehr benötigen. Ja, ja. Habe ich mir keine normalen Schaufel gekauft. Okay, aber so viel nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noch ein Metall gecraftet. 10, also noch 20 von den gefixen hier. Das sollte jetzt eigentlich schnell gehen. Ich denke schon. Jetzt hast du wieder los. Hast du wieder Aufschluck? Yep, ich habe gleich etwas zu viel von dem Orangensirup getrunken. Was hast du getrunken? Das ist so ein Verdünnungssaft von Orangensaft. Okay. Oh, das kenne ich echt nicht. Ja, also ich glaube, das dürfte es nur bei uns hier geben. Das Einzige, was ich mal so aus Österreich oder so aus der Schweiz, keine Ahnung, wo es jetzt von näher ist, mal getrunken hatte, war hier diese Kräuterlimonade, die ihr da habt. Almdudler oder wie die heißt. Ja, es dürfte Almdudler sein. Kommt, also, sorry, aber das war das widerlichste Gesöff, was ich hier getrunken habe. Okay, das zweitwiderlichste. An diese wundervolle Erdbeerlimonade von Teneriffa kommt nichts ran. Du kennst auch hier diese wundervolle Kinderzahnpasta, ne? Die nach Erdbeeren schmeckt. Ja? Das war das als Limonade. Oh Gott. Boah. Ja. Widerlich. Das war auch meine erste Reaktion. Boah. Also. Puh. Boah. Was? Nein, ich will eure Münzen. Ich bin Idiot.
Das hört ja öfters. Ja, dass du das öfters hörst, ist mir bewusst. Oh, schade. Kann man es nicht erwähnen, genau. Gut, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall heute noch fertig in dieser Folge. Und dann später würde ich sagen, bauen wir mal den Reaktor um. Mal ein bisschen größer. Also, was den Reaktor betrifft, habe ich auch noch einiges vor. War ich ein letzter oder? War ich denn letzter? Okay. Nee, weil ich muss meinen Reaktor jetzt größer machen. Das geht langsam nicht mehr klar. Ja, also ich glaube, also ich werde mal so einen kleinen Reaktor bauen und dann so später im Verlauf so auf die Forestry-Farm übergehen. Ja, kannst du ja machen. Mhm. Siehst du, ich muss auch noch die Baumfarm machen, die MFR-Baumfarm. Da wollte ich ja nochmal mit den Rubber Trees was aufbauen. Weil Rubber kann ich ja bestimmt ganz gut gebrauchen, wenn ich später noch auf IC2 gehen möchte. Ja, so Rubber müsste ich, glaube ich, auch ein bisschen was haben, was ich dir dann rübergeben kann. Glaub mir, ich brauche mehr. Ich brauche viel, viel mehr. Oh ja, so. Das kann auf Dauer so viel fressen. Vor allem brauche ich auch schon richtig viel, was ich später fast alles in Deep Storage Units auslagern möchte. Und die was habe ich denn jetzt nicht genug? Oh, die muss ich auch noch machen, die Deep Storage Units, Alter. Ich mag bald nicht mehr. Oh ja. So, damit wird mir dann auch noch einiges kommen. Also Leute, ich zeige euch jetzt schon mal, es steht bei mir verdammt viel auf der Agenda, was ich machen möchte oder muss. Also jetzt machen, heute in dieser Folge machen wir die Gedönse hier, den Teleporter für den Streetdigger fertig. Dann in der nächsten Folge bauen wir den Reaktor mal ab, beziehungsweise um. Danach in der Folge würde ich sagen, machen wir mal am Anfang mit der Erzverarbeitung, mit der automatisierten. Was? Weil ich habe keinen Bock dann jedes Mal mit der Query, wie das die alles abbaut. Alles schön sortiert dann und sagen, ja, das kommt dahin, das muss ich so verarbeiten. Das macht dann alles über eine kleine Fabrikhalle, das war's. Ja, das ist natürlich besser. Da werde ich dann auch noch schauen, dass ich das komplette Lager so umbaue. Einmal so auf Material aufgeordnet und dann den Rest einfach auf Bang und dann ab durch die Schmelze. Das sollte, glaube ich, am einfachsten sein. So, letzte Platone ist jetzt fertig. Sehr schön. Dann so. Ja, was? Gut. Ach, danke. Sehr schön. 5 Bloodwounds. Das sollte jetzt genügen. 1, 2, 3. Ich müsste ja nicht mal umbenennen. So. Weg. Je nachdem, wenn es sich heute noch ausgeht, würde ich sagen, mache ich auch mal schon mal meine neue Waffe fertig. Mein neues Schwert. So, und jetzt, wenn alles geklappt hat, sollten wir Tier 4 sein, jawoll! Verdammt, die sind natürlich nicht gewachsen, weil der Schatten. Okay. Ja, ich brauche irgendwie grün. Jetzt weiß ich nicht genau, was Fried wollte. Ob der nur das hier braucht oder die Teile. Moment, ich frage ihn mal. Frag ihn mal, ob der nur den Fokus braucht oder diesen Block. Hm? Enderperlen sind ja jetzt hier drin. 1, 2, 3 werde ich auf jeden Fall. Ich mache einfach mal 4. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Wer könnte das nur sein? Das war wohl ich. Nee. Ah, okay. So, dann einmal da zurück. Komm, du kannst mal weg. Sand. Ja, hab ich. Gut. Ja, bleib du mal länger drin. Dann machen wir 2 von diesen Enhanced und 2 von diesen einfachen. Die hat er nämlich bestellt. Ja, aha. Alter, was geht? Und ich werde mich mal kurz an einer kleinen Kaktusfarm ranmachen, damit ich Kaktusgrün bekomme. Oh, da wäre ich noch so viel. Ja, mach nur deine Kaktusfarm. Ja. Oh, also, wenn ich das hinter mir habe, dann bin ich froh, wenn ich keine Farben mehr sehen kann. Weil das sind die Mehrzahl vom Kaktus. Kakteen. Nee, Kaktussen. Nein, das heißt Kakteen. Nee, ich habe von dir gesprochen. Ich glaube, es waren Kaktussen.
Nein, das Messer ist wirklich schon Kakteen. Ja, könnte hinkommen. Kann ich nicht irgendwie anders grün herstellen? Green. So, zwei. Ach, die lassen sich gar nicht stacken, okay. So, das sollte jetzt aber an Blut reichen. Wie viel brauchen die Teile eigentlich? Ach, nur 10.000, geht ja. Oh. Kaktusfarm. Okay. Oh, das ist echt ein krasses Angebot. Ein Zertus-Quarz-Crystal gegen drei Emeralds. Au. So. Schlecht eigentlich. Oh Gott, Street, mach einmal deine Truhe leer. Oh ja, so. Das heute Morgen gesehen habe, also, da habe ich mir gedacht, bitte mach die Kiste leer, damit ich nicht drüber fliegen muss. So, die Folge ist bei 15 Minuten. Weißt du was, dann machen wir doch noch das neue Schwert. Und zwar machen wir ein Sword of Zwei. Dafür brauchen wir ein Diamantschwert, dafür brauchen wir auch erstmal einen Stick. Dafür brauchen wir erstmal generell Holz. Das brauche Komm. Das sollte hiermit ja wohl klappen. es ist dunkel, okay. Erstmal pennen. So, ein, zwei, Diamantschwert. Sword. Dann brauchen wir einen Wyvern-Core. Da haben wir fast alles für. Wir brauchen dann nur neue Draconic-Cores. Also, falls du Bock hast, ich habe noch genug. Ja, ich werde bald meine Ender-Query aufstellen wieder. Ach. Aber diesmal am besten neu dafür. Definitiv, also Erkundung gab es eigentlich recht gut, was im End. So, Sword of Survivor. Nice, nice. What the Alles fuck klar. Also ich muss sagen, das Fluffy Unicorn kann selbst damit nicht mithalten. Oh, definitiv, also, puh, das. Hausnummer, die Waffe. So, nochmal schnell auf Stufe 30 verzaubern. Ja, kann man nehmen. Kann ich die jetzt abklären? Oh, ist das einmal gerade Panzer oder wie? Wo bist denn du? Ich bin gerade verschwunden. Wieso? also nur so. Höre, dass wer ein Tod wa erwartet. Ach Quatsch. So stark ist das Schwert auch nicht. Naja, gut, ich habe nur das Tier in der Rüstung. Ey komm, nur das Krasse ist daran halt die 10% Mob-Health. Die zählt ja bei den Spielern nicht. Oh, stimmt. Ja, komm, sag mal, wo bist du? Also ein bisschen nach rechts ging, dann bist du genau bei mir. Rechts bei dir, oder? Ah, da sehe ich dich. So. Siehst du? Es tötet dich nur fast. Und jetzt? Verdammt. Ich sag ja nur, die 10% Mob-Health sind gefährlich. Die 36 Attack Damage darauf nicht. Oh, definitiv. Jetzt macht jetzt. Holla, die weit fressen zu. Ach ja, das war schön. Das ist doch auch super, die Zahl. Holla, die weit fressen. Gut. Dann würde ich sagen, Phase 1 war heute abgeschlossen, Phase 2 Sora nochmal töten. Wo bist du Okay. gerade? Ja gut, aber Folge ist jetzt auch vorbei. Ich würde dann sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Reinkauen, wieder schauen.